Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei The Search. Hing da aus dem Rücken da schon immer so ein Kabel raus? Oh. Hä? Was macht er? Okay. Naja. So, wo müssen wir... Ah, Magnetschwerwarm, hatte ja keinen Strom mehr. Deswegen auch Bosskampf. Aua. Haben wir jetzt eigentlich das Implantat? Und zack. Nice. Haben wir das Implantat jetzt drinnen eigentlich? Inventar, Implantate. Genau, Vital, Injektion, nein. Vital? Langsam reduziert den Energieverbrauch bei Finish Movie. Komponenten. Implantate. Abhängig von der Kernleistung, das wollte ich eigentlich. Habe ich jetzt vergessen. Ah. Nochmal Bosskampf. Du Dreckskerl. So, Magnetschwerwand geht. Nächste Station, Fertigungskomplex B, Personalankunft. Ah, okay. Solltest du sterben, lässt du gesamte... Aha! Fertigungskomplex B. Ein wichtiges Meeting mit Jonah Gutenberg, Gründer von Creo. Das war eine Wahnsinnserfahrung. Ich meine, ihr wisst ja, dass Creo kein x-beliebiges Unternehmen ist. Unser Gründer Jonah Gutenberg hat eine Vision. Ich muss euch das sagen, wir sehen doch wirklich alle, was hier passiert. Und so hat... Jonah sah, wie die Welt vor seinen Augen zerfiel. Ah. Es waren nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die Schere zwischen Arm und Reich. Nein, es war größer. Zunehmende Missernten, steigende Meeresspiegel, Dürren, Fluten, Stürme, unsere Welt lag im Sterben. Projekt Resolve war nicht als Heftpflaster gedacht, sondern als Heilung. Mit jedem Start wird die Integrität unserer Atmosphäre gestärkt. Mit jeder Raketenladung wird die Welt für künftige Generationen verbessert. Jonah nutzte seinen erheblichen Einfluss, um die Reichen und Mächtigen der Welt zusammenzubringen und das Kyoto-Abkommen zu unterzeichnen. Nicht länger konnte der Umweltwandel ignoriert werden. Viele hielten es bereits für zu spät. Doch Jonah hatte eine Idee. Und durch die riesigen Ressourcen seines Unternehmens schuf er den Prototyp, der schließlich bekannt wurde als Projekt Resolve. Und darum seid ihr hier, um etwas zu bewirken. Darum ist Creo hier. Darum sind wir alle hier. Ein Traum wird Wirklichkeit. Nicht nur für uns, sondern für unsere Kinder. Und für unsere Kindeskinder. Aha. Jetzt geht's wieder von vorne los wahrscheinlich. Ich hatte gerade ein leibhaftiges Meeting mit Jonah Gutenberg. Gut. Rot. Okay, unzerstörbar. Drohnenregistrierung. Netzwerkfehler. Umleitung. Manuelle Verbindung hergestellt. Willkommen im Fertigungskomplex B. Arbeiternummer. Datenbankfehler. Ich führe Sie gern herum. Wie kann ich behilflich sein? Hä? Guten Tag? Ich führe Sie gern herum. Herum. Hast du eine Schraube locker? Wo geht's zur Servicestation? Wo sind alle verlassen? Richtig. Also, wo sind alle? Verbindung zu CreoNet fehlgeschlagen. Keine Daten verfügbar. Okay.
Großartig. Dann, wo ist die Servicestation? Keine Informationen verfügbar. Wow. Hast wohl irgendwo eine Schraube locker, ne? Danke für Ihre Anteilnahme. Fehler. Keine lockeren Schrauben gefunden. Hallo, verlassen. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Lassen Sie mich Ihnen den Weg zeigen. Nutzungsbedingungen und Lizenzvereinbarungen. Benötigen Sie meine Dienste. Bereitgestellt von Creo. Ich helfe gern. Ich helfe gern. Bitte bleiben Sie am Apparat. Begleiterdrohne halten. Deine Begleiterdrohne ermöglicht einzigartige Kampfaktionen. Erweitere Ihr Arsenal, indem du neue Drohnenmods findest. Wie geil. Drohnenmodul freigeschaltet. Fokussierte Infrarot. Die Drohne feuert ein energiegeladenes Geschoss auf Gegner und verursacht leichten Schaden. Kann ohne Energie eingesetzt werden, verursacht aber... Ja. Aha. Hier, das ist Graphics. Und ich bin der Graphic-Hero. Okay. Wie steht denn das? Ah, hier. Drohne. So. Aha. Fernkampf, Energieverbrauch 18. Organisierte Inventar, Implantate, Ausrüstung. Wo steht denn das nochmal? Profil. Ah. Drohne. Altmetall. Und da, was? 1500? Oha. Wo steht denn das? Hilfe. Nein, das ist es nicht. Ich will das nochmal sehen. Diese Münze ist schwer auf beiden Seiten. Ist schwer auf beiden Seiten. Ja, wohlbekannten Motiv aus. Iron Mask. Das ist aus Vergangenheit. Aha. Ja, keine Ahnung. Wo steht denn das noch einmal mit der Drohne? Bitteschön. Ne? Tja. Naja. Aufzug war das. Bitte warten. Wo ist dann eigentlich dann die nächste Versorgungsstelle? Oder komme ich da jetzt schon hin? Personalankunft. Deine Begleiterdrohne wird mit der Zeit immer nützlicher. Halte nach Drohnenmods Ausschau, um ihr Tricks beizubringen. Drücke 1, während du Gegenüberstellung mit deiner Drohne anzugreifen. Okay. Ah, okay. Braucht keine Energie. Willkommen. Diese Einheit wird derzeit mit Notstrom... Willkommen. Aufgrund eines Stromausfalls sind wir derzeit nicht in der Lage, unsere Dienste uneingeschränkt anzubieten. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten. Oh mein Gott, wie nett. So, da wollten wir ja wechseln. Tada! Wie viel Leben haben wir denn? 100? Und jetzt 127. Oh, geht. Altmetall lagern. Zack. Okay, Exoric. Gibt's nichts Neues? Kernleistung. Auch nichts Neues. So, oder? Okay. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Wo gehen wir da erst hin? Bitte beachte, dass die Notstromversorgung nur für Basisdienstleistungen ausreichend ist. Ah, okay, sie greift nur kurz an und dann verschwindet sie wieder anscheinend.
Wolfram-Legierungen. Schön, schön. Sind wir da richtig? Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir anscheinend auch nicht durch. Nö. Wir scheinen hier falsch zu sein. Willkommen. Aufgrund eines Stromausfalls sind wir derzeit nicht in der Lage, unsere Dienste uneingeschränkt anzubieten. Okay. Ich glaube, das ist dann der nächste Boss. Ah! Oh, wow. Hoppala. Ich verstehe nicht. Ich kann die Drohne aktivieren. Auch wenn ich keine Energie habe. Bitte, aber was. Vergiss nicht. Was bringt es dann, wenn ich Energie habe? Sicherheit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. Sicherheitsmaßnahmen in Kraft, bis die Gefährdung vorüber ist. Au. Erhöhtes Gefahrenpotenzial. Zutritt vorübergehend verwehrt. Diese Einheit ist nicht voll funktionsfähig. Ja, ja. Waffe halten. Ah. Oh, Entschuldigung. Schaltkreis. Ah. Wieder Energie haben wir. Okay. Jetzt haben wir wieder Energie. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder zurück. Willkommen, ja. Warren. Oh. Hallo? Ist das? So, entschuldige, musste kurz sein. Warren, ich habe angefangen, mir Sorgen zu machen. Zum Glück bist du okay. Was läuft hier? Was zur Hölle läuft hier eigentlich? Es gab irgendeinen Zwischenfall, mehr weiß ich nicht. Dein Bereich ist abgeriegelt. Ich sitze oben auf der Vorstandsebene fest. Es läuft so gut wie nichts. Ich bekomme jede Menge Notsignale rein, aber du bist der Einzige, den ich erreichen konnte. Wir müssen etwas tun. Toll. Hoffe, das qualifiziert für einen Gefahrenzuschlag. Okay. Wir müssen rausfinden, was passiert ist, und das werden wir nicht, wenn wir nur hier rumstehen. Wir stecken da gemeinsam drin, und ob's dir gefällt oder nicht, wir sind auf uns gestellt. Jedenfalls fürs Erste. Sagst du mir endlich, wer du bist? Sally. Ich bin Sally. Ich arbeite im medizinischen Team auf der Vorstandsebene. Ich versuche einfach irgendwie zu helfen, aber ich sitze fest. Ich bin hier oben völlig isoliert. Okay. Hast du versucht, Hilfe zu rufen? Das System ist komplett abgeriegelt. Soweit ich weiß, ist es unmöglich, irgendwen von außerhalb zu kontaktieren. Und wie es aussieht, sind die meisten Kommunikationssysteme tot, abgesehen von den Servicestationen. Okay. Okay, ich sollte jetzt los. Sei vorsichtig da draußen. Ja, ja. Zerstörte Teile wiederverwertet. Wir haben ja eine neue Waffe. Der ist schwächer. Sehr hoch, aber mehr Energie zu gewinnen, aber naja. Wo ist meins da? Da können wir gar nichts machen. Zack, zack. Ja, nichts Besonderes. Okay. Können wir die Dinger besser machen? Die. Ach so. Ja, stimmt ja. Ah, E-Mail. Wir helfen gern.
Sie hat gesagt, ich sollte zur Vorstandsebene gehen, dass es dort sicher wäre. Der Werkschutz hat sie abgeriegelt, aber der Weg dahin, das ist das Problem. Sie hat gesagt, die Sache wird bald unter Kontrolle sein und dass sie externe Unterstützung angefordert haben. Das zeigt nur, wie ernst die Lage ist, wenn sie um Hilfe von draußen bitten. Aber weißt du was? Ist okay. Wenn die alles unter Kontrolle haben, dann werde ich einfach hier sitzen bleiben und warten. Es ist erschreckend genug, den Geräuschen zu lauschen. Geschweige denn, da rauszugehen. Komm jederzeit wieder. So, da. Okay. Du kannst während der Gegner, um Drohne anzugreifen. Ja, ja. Au. Der ist tot. Manche Drohnenmodule benötigen Energie, um eingesetzt zu werden. Ja, aber was ist das für ein Drohnenmodul? Wo sehe ich das Modul? A-Modul, Drohnenmodule, fokussierter Infrablaster. Und? Geht das auch genauer? Fernangriff, Energieverbrauch 18. Oh. Komm ich da rüber? Ah! Okay. Aggressionsverstärker. Ich geh kaputt. Ey du, komm mal rüber. Mein Exo hat keinen Saft mehr. Bin eine verdammte Statue hier. Kann kein Zekrom machen. Kannst du es ans Laufen kriegen? Mir eine kleine Starthilfe geben? Moment. Erstmal die Nachricht checken. Fail-Safe-Protokoll aktiv. Log bei 96 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Automatischer systemweiter Reboot eingeleitet. Datenverlustanalyse. Großteil der Cryo-Systeme beschädigt. 27% der Datenspeicher- und Verarbeitungseinheiten melden vollständigen Datenverlust mit geringer Chance auf Wiederherstellung. Lokale vom Netzwerk unabhängige Energieversorgung bleibt funktionsfähig. Wiederherstellungsprotokolle aktiviert. Beschädigte Datensektoren unternehmen temporären Reparaturversuch mit Hilfe analoger Systeme. Kollateralschaden an der Belegschaft als extrem eingestuft. Allgemeine Arbeitseffizienz bleibt stark beeinträchtigt. Alle aktiven, personalbezogenen Systeme melden signifikante neuronale Abweichungen und physischen Verfall. Unbeschädigte Implantate und Exorigs sollten zur Aufarbeitung und Neuverteilung an funktionstüchtige menschliche Ressourcen gesammelt werden. Nur eine kleine Starthilfe, Mann. Ja, ich habe jedes Wort verstanden. So. So, wenn der mich jetzt angreift, ist er tot. Verdammt, ich das gibet nicht. Danke. Hab hier so lange gehockt, da ist mir das Sitzfleisch eingeschlafen. Toll. Weiß nicht, wie oft ich schon den toten Jupp gespielt hab, das sag ich dir. Hab mir ein paar Mal fast in eine Buchse gestrollt. Ich heiß Hobbs, Dean Hobbs. Aber keiner tut mich Dean nennen, dass du das weißt, ne? Hobbs ist schon genug. Ja. Was treibst du hier unten? Tja, das ist wieder typisch ich, siehste? Ich bin nämlich Wartung. Hätte den Scheiß dem Werkschutz überlassen sollen. Aber nee, ich denk, hey Hobbs, lass mal gucken, was hier nicht ganz richtig ist. Da denkst du, ich muss bekloppt sein. Wollt mal einen Blick auf die Failsafe-Konsolen schmeißen, gucken, was die so aufgezeichnet haben. Wurde von meinen Kumpels getrennt, aber ich dachte mir, Hobbs, gib jetzt nicht auf, du kannst das schaffen. Und dann ist mein Exo abgewürcht. Schätze, du hast keinen Schimmer, was hier läuft, hä? Scheiße, nee, ich weiß von nix. Dachte mir, wäre der Denkkolben in der Kotelettenschmiede gekommen und dann ist er durchgebrannt. Ich wache auf, die Rübe dröhnt wie 23:30 am Kirchturm und um mich rum sind alle bekloppt. Was ich gesehen habe seitdem, das glaubt mir auch kein Mensch. Wie sieht dein Plan aus? Werd meinen Arsch hier rausbewegen, sonst komme ich noch in Teufels Küche. Denk mal, ich gehe zur Servicestation. Sollte ja sicher sein da oben, nicht?
Die Failsafe-Konsolen. Was hat es damit auf sich? Creo hat einige von denen in eine Fabrik aufgestellt, um so eine Probleme zu finden und aufzuzeichnen. Bei all dem Kappes, der hier abgeht, ist da sicher eine Menge verrücktes Zeug drauf. Kannst du dir ja anschauen, wenn du willst. Aber meine wilden Tage sind gezählt. Ich hab genug. Bis dann, Hobbs. Pass auf dich auf, Kumpel. Kipp mich nicht aus der Latschen. Mhm. Hey, Kumpel. Nochmal danke. Hast mir voll den Arsch gerettet. Bis dann, Hobbs. Pass auf dich auf, Kumpel. Kipp mich nicht aus der Latschen. Okay. Ich hab gedacht, da kriegen wir irgendeine Belohnung, aber... Wo sind wir denn hier eigentlich? Wo muss ich eigentlich hin? Scheiße! Falsche Taste! Toll! Wie komme ich jetzt da wieder hin? Scheiße, man braucht genügend Kernleistung, sollte man keinen Erfolg kommen später wieder. Ja. Pass auf dich auf. Hallo? Wieso macht er nichts? Doch nix. Voll! Wie viel Altmetall hatte ich? Nicht viel, oder? Ich hab's, glaube ich, hier gelagert. Okay, also das alte Altmetall. Diese Arschlöcher, ich hasse sie. Hoffen. Okay. Puh. Den hole ich mir noch. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wo wir da hinkommen. Das Hauptquartier des Wertschutzes ist... Was? Gehen Sie weiter, Arbeiter. Wieso greifen die mich eigentlich nicht an? Der Bereich ist nicht sicher. Bitte begeben Sie sich zur nächsten Servicestation. Ja, genau. Hä? Gibt's auch noch normale Leute? Und wieso helfen die nicht miteinander? Hoi! Mann! Sie sind langsam, also warten, bis sie angreifen und dann weg. Und dann ist, also, ja. Oh, hallo! Wir haben es geschafft, Kumpel. Tut gut, dich zu sehen. Und dass du mir nicht denkst, ich vergesse, was ich dir schulde. Hab das hier gefunden, ist deins, wenn du willst. Hui. Hilft dir vielleicht nicht? Naja, wenn er gehen muss. Naja, hast du noch was, oder was? Werd deine Hilfe da draußen nicht vergessen. Du hast mir den Arsch gerettet. Irgendwelche Schwierigkeiten unterwegs hierher? Nee, war ja um die Ecke. Und ich hab den Kopf unten behalten. Das Schlimmste sollte jetzt vorbei sein, nicht? Hm. Pass auf dich auf, Hob. Okay, man sieht sich. Cool. Was ist das?
Kampfmodul. Aufwerten. Achso, ich brauche mehr Metall. Verbrauchsgegenstände. So. Nice. Die kann ich auch ein bisschen aufwerten. Jawohl. Okay, nein, sonst habe ich eh nichts mehr. Okay, das ist das. Hohe Stabilität. Schaden gegen... gegengepanzert oder was ist das genau? Ja, gegengepanzert, glaube ich. Minus 8%, aber ungepanzerte mehr. Energieverbrauch Drohne plus 30%. Egal. Knack. So. Habe ich noch Implantate neue oder? Oder nicht? Ja, das regeneriert Leben, ja. Ah, das gibt viel Altmetall, okay. Injektion der Leben wiederherstellt. Maximal Leben, abhängig von der Kernleistung, regeneriert Leben. Das habe ich ja oft. Einmal reicht, glaube ich, dann eh. So. Kann ich noch irgendwas machen? Bisschen aufwerten. Zack. Habe ich das jetzt eh automatisch, oder? Nein, habe ich nicht. Oh ja, habe ich. Nein, habe ich nicht. Oh ja, habe ich. So. Jederzeit wieder. Okay. Boom. Kampfmodul. Nice. Da kommen wir hoch. Oh, ist vorübergehend außer Betrieb. Okay. Ah, verlorenes Altmetall. Wieder abgetrennt. Hallo, aufheben. Danke. Hui, ein Schema. Allgemein, du kannst jetzt ein Drohnenmodul aufladen, indem du den Drohnen aktivierst, während du keinen Gegner angevisiert hast, sofern du genug Energie besitzt, deaktivieren. Ah, okay. Das ist ja geil. Ah, alles klar. Was macht's jetzt? Hui! Kann mich irgendwer hören? Oh Mann. Ich trau dem jetzt irgendwie nicht mehr. Egal. Ich hab zwar wenig Leben, aber naja. Bitte! Und?
Danke, Mann. Dachte, ich würde hier nie mehr rauskommen. Gerne doch. Komm schon. Bist du okay da oben? Bist du da oben? Danke, ernsthaft. Dachte, ich müsste hier drin verhungern. Ja. Kein Plan, wie lange ich noch durchgehalten hätte. Aber einen Schlafplatz hast du wenigstens. Also, lass hören. Was ist deine Geschichte? Ich bin Davy, Mann. Arbeite am Fließband für die Raketen. Bin hier reingerannt, als die ersten Freaks aufgetaucht sind. Hab stundenlang nicht gemerkt, dass die Tür kaputt war und ich feststecke. Weiß nicht mal, wie lange ich hier drin war. Irgendeine Ahnung, was hier los ist? Meinst du den ganzen Scheiß hier? Keine Ahnung, Mann. Nicht meine Gehaltsstufe. Irgendwas hat das System zerlegt, so viel ist sicher. Hat mir den verdammten Neurolink gegrillt. War wie ein Trip in den Kopf von einem anderen. Erinnerungen, Gedanken, aber nicht meine eigenen. Hier läuft irgendein kranker Scheiß. Mehr weiß ich nicht. Okay. Also, was hast du jetzt vor? Kein Plan, Mann. Ich bleib nicht hier draußen, kannst du einen drauf lassen. Geh vielleicht zur Servicestation, sollte ja sicher sein, richtig? Alter, glauben Sie, Servicestation ist sicher. Bis dann. Hau rein. Okay. Ich trau dem irgendwie nicht. Ich trau irgendwie keinem hier. Hoppala. Hey, bist du wieder da, hä? Ah. Bis dann. Hau rein. Hau rein. Hier lang entlang. Ich habe hier kein Leben mehr, aber... Wie lang ist es her? Minuten? Stunden? Tage? Dieser Ort geht in Stücke. Ich gehe in Stücke. Man hat mir gesagt, es würde nicht wehtun. Dass das alles nach ein paar Minuten vorüber wäre. Aber der Schmerz, als es angefangen hat... Ich war wach. Es grub sich durch mein Fleisch, bohrte sich in meine Knochen. Ich kann die Maschinen immer noch hören, immer noch fühlen. Und ich habe geschrien. Ich habe geschrien, bis ich keine Luft mehr in meinen Lungen hatte. Aber es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf. Okay. Frage, soll man das... Er kommt zu uns. Ich habe Angst. Toll. Ich hab's mir gedacht. Ich habe es mir gedacht, dass ich es nicht schaffe. Mann! Und so alle Wertekeller können fließen ineinander übergehen. Ja, das wissen wir ja schon. Ist der Typ jetzt hier? Ja. So froh, dich zu sehen, Mann. Ich fühle mich nicht gut. Gar nicht gut. Ich brauche meine Medizin. Echt übel. Es ist Stunden her, Mann. Ich schaff's nicht ohne. Was sind das für Medikamente, die du brauchst? Ist ein Implantat. Nennt sich Modaxinol. Ohne gehe ich vor die Hunde, Mann. Das letzte Mal, dass ich da raus bin... Na, du weißt, was passiert ist. Es geht mir übel. Echt jetzt. Ich werde versuchen, es für dich zu finden. Du weißt nicht, was mir das bedeuten würde, Mann. Ernsthaft. Danke. Ich weiß ja, dass ich viel verlange. Ich meine, wer will freiwillig da raus, stimmt's? Bitte, Mann. Ich will nicht krank werden. Du und Hobbs, kommt ihr klar miteinander? Puh, weiß nicht, Mann. Er wollte mir nicht helfen. Ist nur mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, wenn er es wäre, der seine Medizin braucht. Ich meine, ist nicht so, als wäre ich hier Melo oder so. Ich muss los. Vergiss mich nicht, okay? Ich zähle hier auf dich. Aber natürlich nicht. Okay. So. Versuche hier gerade irgendwie. Oh. Schaut aber. Hallo. Da schau. Neue Freunde. Kann ich eigentlich? Nee, kann ich nicht. Okay. So. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Und ja, wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal schauen, wohin uns da die Reise noch führen wird.
Vielleicht kriegen wir neue Drohnenmodule und neue Freunde vielleicht auch noch. Zwei haben wir ja schon. Ist mehr, als ich jetzt im Real Life habe. Und ja, wir werden sehen, was sich hier noch ergibt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Graphic Era. Tschüss.